So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Plauen, Endstand 2:1. Ich begrüße neben mir zu meiner Linken wie immer den Gästetrainer, diesmal Falk Schindler vom VfC Plauen, zu meiner Rechten Toni. Wie immer das erste Wort, der Gästetrainer, bitte. Okay. Hallo erstmal in die Runde. Es ist, obwohl der Anfahrtsweg relativ weit ist, mit 250 Kilometern immer wieder schön hier nach Grischow zu kommen. Wenn man hier reinfährt, eine traumhafte Anlage, wunderschöner Rasen. Also alles gepflegt, top gepflegt. Ja, Kompliment. Das erstmal als erstes. Ja, und dann haben wir natürlich das Spiel begonnen, relativ gut. Wir waren gut im Spiel. Nicht so nah. So recht. Wir waren gut drin im Spiel, haben versucht, die Außenräume zu bespielen über die im rechten und linken Außenverteidiger. Das ist uns relativ ganz gut gelungen, waren präsent auf den zweiten Bälle, ohne zwingende Torchancen zu haben. Und so circa ab der 15. Minute hat sich das Spiel dann komplett Richtung Grischow gekippt. Grischow mit vielen langen Bällen, wo sie die zweiten Bälle bekommen wollten. Und wir waren eigentlich darauf vorbereitet, aber ist uns in keinster Weise gelungen, da irgendwie Zugriff zu bekommen, um das effektiv zu verteidigen. So demzufolge hat Grischow schon in der ersten Halbzeit, ich glaube, 200- oder 300-prozentige Torchancen gehabt, die unser Torwart überragend gehalten hat, sodass wir uns bei unserem Torwart bedanken konnten, dass es zur Halbzeit 0:0 stand. Da haben wir weiter ganz gefällig gespielt, bis 30 oder 25 Meter vors Tor, und wo es dann drauf ankam, sich durchzusetzen, Eingaben zu bringen in einer guten Qualität oder einzulaufen, da waren wir nicht präsent. Und da haben wir Glück gehabt, dass man mit 0:0 in die Pause geht. Und dann habe ich glaube, von den 10 Minuten Halbzeitansprache habe ich, glaube ich, 8 Minuten davon geredet, dass Grischow lange Bälle spielt, zweite Bälle spielt, Freistöße ziehen möchte und dort über die Standardsituation zum Erfolg zu kommen, was auch völlig legitim ist. Gegen eine Mannschaft, die 0 Punkte hat nach 4 Spielen. Ja. Und dann sind die richtig zugehört. Nach 2 Minuten in der zweiten Halbzeit ist der zweite unnötige Freistoß, der Abschlag vom Torwart, wo wir unnötige Foulspiele spielen. Ja, und dann war Grischow natürlich gut vorbereitet auf ihre Standardsituation und machen so das 1 und 2:0, wo wir im Tiefschlaf waren und folgerichtig lagen wir da auf 2:0 zurück. Und das ist wieder gut. Meine Mannschaft hat dann Moral bewiesen, was sie eigentlich immer machen in jedem Spiel, und stecken eigentlich nie auf, egal ob es 2:0, 3:0, egal ob wir führen. Die wollen immer aktiv spielen, wollen immer ein Tor erzielen, das haben sie auch weiterhin gemacht. Und ja, ist uns auch gelungen, der Anschlusstreffer, aber man muss dann auch ehrlich sagen, wir haben halt nicht verdient, aufgrund der ersten 70 Minuten hier einen Punkt mitzunehmen. Und Glückwunsch an Grischow, die ja auch in der Vergangenheit starke Personalprobleme hatten. Ich glaube, du hast sogar gegen Bernburg mitgespielt, kann es sein? Ja. Also wo sogar gegen der Trainer, gegen den Punktspiel mitspielen muss, arge Personalprobleme gehabt hat. Und demzufolge hat man gemerkt, dass Grischow, da bin ich schon ein Stück sauer, muss ich sagen, einen Tick mehr wollte in der torgefährlichen Zone. Und wir haben gedacht, naja, das wird schon irgendwie gehen, aber es ist nicht gegangen. Und deswegen völlig verdienter Sieg für Grischow. Auch wenn es hinten raus knapp war und wir hätten sicher noch ein 2:2 machen können, aber ist nicht passiert. Und es ist halt wie die vergangenen Jahre immer auswärts gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Mit uns gewinnen wir nicht, weil wir in der entscheidenden Zone halt nicht da sind. Und das ist halt, ich stelle mir dann wirklich die Frage, wie kann man das ändern? Aber dann müssen sich die Spieler dann auch wirklich mal hinterfragen, wenn das angesprochen wird, wieso das so ist. Und sonst wird es ganz eng mit dem Abstieg, und ich weiß jetzt nicht, wie die Ergebnisse sind, aber wir spielen gegen Abstieg, und wenn ich dann so ein Spiel verliere, wird es halt dann in Zukunft eng werden. Müssen wir schleunigst die Kurve kriegen. Danke. Ja, vielen Dank dem Gästetrainer. Ja, Toni, dein Statement zum Spiel? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und auch für das Lob für die Anlage. 2:1 gewonnen, uns fällt natürlich ein großes, wie sagt man, Großes Schultern, vor allen Dingen von den Schultern. Also da war schon richtig viel Druck auf dem Kessel, und weil wir haben eigentlich jedes Mal recht gut gespielt, wir haben Torchancen gemacht, die Mentalität war gut, und
machen halt vorne dann die Dinger nicht und hinten haben wir individuelle Fehler. Und heute, wie auch schon gegen Luckenwalde im Pokalspiel, war es richtig gut. Wir haben, glaube ich, erste Halbzeit kaum was zugelassen und zweite Halbzeit erst nach dem 2-0 hatte dann Plauen ein paar Chancen, aber bis dahin haben wir richtig gut gespielt. Ja, ich freue mich für die Mannschaft, ich freue mich für den Verein, dass es endlich geklappt hätte und wo es 2-0 steht und Schmidt geht alleine auf den Torhüter, machen wir da das 3-0, dann haben wir alle auch einen relativ ruhigen Nachmittag, so war da nochmal große Spannung drin und mit ein bisschen Pech beim langen Ball, da kann immer was passieren, aber heute war endlich mal das Glück auf unserer Seite und Mesch stellt den Elfmeter beim Stand von 2-0 richtig gut, aber heute haben wir uns das Glück, das Bändchen Glück auch erarbeitet durch einen großen Kampf, durch viel Laufen, durch den Biss, durch die zweiten Bälle, durch die Kopfbälle, obwohl wir auch aus dem Spiel heraus recht gute Chancen hatten, gerade in der ersten, das ist halt sinnbildlich, dass wir zwei Tore nach Standards machen, wir müssen auch endlich mal halt diese guten Angriffe, die wir oft haben, wo wir dann bis in den 16er kommen, wo dann entweder der Abschluss nicht gut ist oder der letzte Pass ist nicht gut, wenn wir das noch abstellen können und dort noch mehr Tore machen können, dann hoffe ich, dass es so weitergeht, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ganz glücklich über die ersten drei Punkte und freue mich einfach nur und vielen Dank. Ja, vielen Dank Toni. Ich bedanke mich nochmal beim Gästetrainer, wünsche eine gute Heimreise. Danke.